und herzlich willkommen zu TV Edu. Heute mit einem Masterstudium Spezial. Das Bachelor-Master-System ermöglicht euch überall auf der Welt, einen passenden Master zu eurem Bachelor zu machen. Ihr könnt zum Beispiel in Holland oder in Deutschland einen Bachelor machen und danach ins benachbarte Ausland gehen. Wir wollen euch heute zwei Master im Bereich Wirtschaft vorstellen. Den Master in Finance und den Master in Information Systems. Beide könnt ihr an der Universität Liechtenstein studieren und für beide gilt als Last-Minute-Einschreibetermin der 15. Juli 2016. Vorab möchten wir euch noch einen allgemeinen Film zum Masterstudium zeigen. Film ab! Soll ich einen Master machen? Studieren, so geht's. Den Bachelorabschluss in der Tasche? Klar, dass die Freude groß ist. Damit hat man nach 3 oder manchmal auch bis zu 4 Jahren einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss erhalten. Aber muss ich dann noch einen Master machen? Dieser Frage wollen wir in diesem Film nachgehen. Bei bestimmten Studiengängen erübrigt sich die Frage. Wer beispielsweise Lehrerin oder Lehrer werden möchte, der muss bei einem Studium in Deutschland einen Masterabschluss nachweisen, um zum Vorbereitungsdienst zugelassen zu werden. Hier ist der Abschluss Master of Education die notwendige Voraussetzung für diesen Beruf. Ähnliches gilt für angehende Architekten. Um hier eine Bauvorlagenberechtigung zu bekommen, die man braucht, um selbstständig als Architekt arbeiten zu können, muss ein mindestens 8-semestriges Studium abgeschlossen werden. Manche Hochschulen, wie die Fachhochschule in Dortmund, haben aus dem Grund den Bachelor auf 8 Semester. Henrik hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft an der Uni Groningen gemacht. Im Interview erzählt er, warum er noch einen Master in Liechtenstein dranhängt. My name is Henrik Inma and I'm studying at the University of Liechtenstein at the Master of Science in Finance program. I studied Business Administration at the University of Groningen in the Netherlands and at the Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt. Because I'm really interested in the topic itself, what you can do with it, how it's applied, and considering all the different aspects of finance, it gives you a really solid quantitative but also a qualitative foundation. Well, first of all, the University of Liechtenstein is a rather small university, so you get the private university feeling. And since the tuition fees are also subsidized by the government, we have education that's of a really high quality. It's really rooted into the current financial system within Liechtenstein itself, Zurich close by, with the Bodensee region really close by. And you're basically studying in the center of Europe, which makes it the perfect place to go on trip. Lena hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und erklärt in einem kurzen Video, wieso sie noch einen Master in Information Systems nachlegt. Mein Name ist Lena Kaiser, ich studiere Information System hier an der Universität Liechtenstein. Ich habe Wirtschaftswissenschaften in meinem Bachelor studiert. Mein Bachelor war sehr generalistisch und ich wollte jetzt für den Master in eine spezifische Area eintauchen. Und heutzutage spricht jeder über Digitalisierung, Big Data, Omnichannel. Und dieser Studiengang ermöglicht es, zu lernen, wie Unternehmen ihre Prozesse anpassen müssen, damit sie in dem digitalen Zeitalter performen können. Der erste Grund war, ich wollte ein gutes Betreuungsverhältnis, was hier auf jeden Fall gegeben ist. Wir haben Klassen von 35 Personen, haben zudem 16 verschiedene Nationalitäten, was halt wirklich richtig cool ist. Das war der zweite Punkt. Drittens, ich wollte auf jeden Fall in Englisch studieren, was hier auch geht. Ich war zuerst in München auf einer Mastermesse. So, das war's auch heute wieder von uns. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten und wünschen euch noch viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Master.